Ja. So. Okay. Kommt je nach Regierung automatisch nach einer bestimmten Zeit. Siehe oben in der Leiste oder neben den Gandhi-Symbol. Ah, okay, danke. Vielen Dank. Okay. Okay, wir kriegen einen Gesandten bei 100 Einflusspunkten. Und wo stehen unsere Einflusspunkte? Na gut. Das heißt, wir brauchen mehr Städte. Mhm. Ja. Aber ich habe auch schon eine Idee, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Stadtstaat hier oben irgendwie von der Macht her ganz, ganz schlecht ist. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, Fakt ist, der zu Frankreich gehört. Hm. Ah, das ist Frankreich. Kacke. Nee, den kann ich ihn ja nicht machen, wenn es Frankreich ist. Okay, erstmal danke für den Tipp auf jeden Fall. Im Chat, aber klar, mit Frankreich habe ich auch offene Grenzen. Das würde einiges erklären. Zack, Runde aussetzen. Runde beenden, nächste Runde. So. Was ist hier? Okay, das ist Amerika. Also, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, Leute, was haltet ihr von dieser Position hier? Die ist zwar zwischen Kairo und Amerika, aber es gibt Trüffel, es gibt Marmor, es ist halt... Ich weiß nicht, ich finde, es ist halt von der Wirtschaft her... Das ist eine schöne Position. Eine echt schöne Position. Deswegen möchte ich die eigentlich auch nicht irgendwie jetzt aufgeben. So. Siedler dauert hier oben zu lange, das macht keinen Sinn, aber eine Wassermühle wurde ja von... paar Runden auf jeden Fall mal gewünscht, dann machen wir die auch. Und hier machen wir Runde überspringen. Runde überspringen. Und nächste Runde, so. Geht hier wie Brezen backen. So. Der Steuerzahler ist jemand, der... Nee, ja, ist klar. Politik ändern. Das hier war vorhin möglich und die wollte ich vorhin auch nehmen. Jetzt mache ich mal Politik ändern und ja, jetzt lassen wir das aber so. Okay, so, passt auf. Feudalismus, göttliches Recht, Marinetradition oder Militärausbildung? Was wollen wir nehmen? Frank, die Frage geht an dich. Militärausbildung. Ging zu schnell, ich war doch noch am Trinken, Frank. Also, okay, wir nehmen Militärausbildung. Und hier unten, den lassen wir einfach mal stehen, den lassen wir kampieren. Und ich will eigentlich wirklich endlich mal einen Gesandten dahin schicken. Ich will da nämlich hier einen schnellen Weg durch haben. Mal gucken, haben die inzwischen schon irgendwie... Ach du Scheiße, Frankreich hat da schon zwei hingeschickt. Zwei neue. Ja gut, dann wird es nicht, denn dann gebe ich den Weg erstmal auf. Und belassen es erstmal. Macht ja sonst auch keinen Sinn. So. Also die Position da unten finde ich echt schön. Die wäre dann auch, die wäre dann zwar ein bisschen weit vom Schuss von den anderen, aber die wäre auch nochmal eine ganz andere Position. Dann können wir uns zum Beispiel, wenn wir militärische Einheiten bauen, können wir uns diesen ganzen Weg durch die Berge hier, da müssen wir unten durch das kleine Loch bei Kairo durch. Diese Wege können wir uns dann sparen und können wir durch diese Stadt hier gleich machen. Ich denke eigentlich, das wäre dann gar nicht so schlechte Idee. Wenn wir irgendwann Kairo mal machen würden, wollten, sollten. Dann denke ich, wäre das keine so schlechte Idee, weil da müssten wir hier nicht alle durch dieses Loch quetschen und hätten... Wir hätten denn eine wesentlich... Von der Position da nicht weggehen, da schicken wir unseren Siedler hin. Von welcher jetzt meinst du? Da, wo das Marmor und okay, die Trüffel und das alles ist. Genau, da schicke ich jetzt meinen Siedler hin. Weil sonst wird das ja wieder ausgeblendet und dann. Nee, ich muss aber erstmal einen Siedler bauen. In zwei Runden. Und dann mache ich das, dann ist es ja.
Kein Problem. Und warum sind hier gerade so viele Truppen? Das beunruhigt mich ein bisschen. Weil bevor da jemand anderer eine Stadt gründete. Ah, hier ist auch noch eine Stadt. Ohne Spaß, Frankreich ist einfach so groß. So, nächste Runde. Und ich muss dann auch mal langsam neue Handwerker bauen. Weil irgendwie haben Handwerker wirklich diese dumme Eigenschaft, dass die nur ein paar Runden durchhalten. Die können sich doch nicht einfach auflösen, geht doch nicht. Ich verstehe das auch nicht. So, da würde ich einen Krieg erklären, okay. Produktion wählen. Wir könnten jetzt einen Markt mal bauen. Aber nein, wir wollten wählen Siedler, um so schnell wie möglich siedeln zu können. Und wählen hierbei schon mal ein. Ach doch, wir haben doch offene Grenzen mit Frankreich. Ja, das beschleunigt natürlich alles. Dann gehe ich hier einfach mit den Speer hier oben lang. Über Frankreich. Dass ich sowas auch immer vergesse. Ich bin ja so ein Idiot, bin ich. So, der bleibt da, aber zack, und nächste Runde. Macht das jetzt eigentlich automatisch oder muss ich das erledigen? So. Überspringen. Nächste Runde. So, passt mal auf, Leute. Erstmal habe ich irgendwie das Gefühl, doch, Tag-Nacht-Zyklus ist an. Aber okay. Was ich jetzt nochmal machen wollte, ich wollte mal bei der Audio die Musiklautstärke ein bisschen hochdrehen. Ich finde einfach, es ist ein so schöner Soundtrack und der geht ein bisschen unter. Ja, warum bin ich jetzt da oben? Die Handwerker haben bei Civilization 6 eigentlich fast immer nur 3 Ladungen. Heißt, sie können nur 3 Geländefelder modernisieren. Ah, okay, danke für die Info. Dann sind sie weg? Och nö. Na gut, aber dafür brauchen sie halt nicht lang. Dafür dauert es nicht mehrere Runden, sondern die bauen es halt sofort. Also, hat doch Vorteile. So. Ja, man muss jedes Mal so ein blödes Ding bauen und kann da nichts, ja, kann dadurch nichts anderes bauen. Es gibt Dinge, mit denen man leben muss. So. Speer würde ich gerne mal nach hier hinten schicken. Wir haben schon richtig viel von der Karte aufgedeckt. Also, naja, richtig viel ist übertrieben. Kann man die Karte hier mal groß machen irgendwie? Ah, ne, man kann es aber ausblenden. Aber hier, okay, so geht's ja. Es gibt ja auch diese 2D-Karten an sich. Na gut, wenn man die ganze Karte sieht. Ah, okay, hier unten. Ach ne, okay. Ah, das ist ja genial. Wenn ich auf der einen Seite rausgehe, komme ich bei der anderen wieder rein. Warum habe ich Hongkong? Warum bleibt Hongkong immer sichtbar? Ist auch so eine Sache, die ich mich noch frage. So. Okay, Einheit benötigt Befehle, okay, die hier, die kriegt keinen, zack. Frank, willst du den Chat vorlesen? Im Feudalismus kriegen die zum Beispiel noch 2 Ladungen dazu. Perfekt, und ich hatte mal wieder die Möglichkeit zu trinken, weil mein Hals ist wirklich komplett weg. Ist echt blöd. Bin das Sprechen nicht mehr gewöhnt. So. Schreck, der Hals ist weg. Ja, so ähnlich. Okay, hier oben ist das fertig. Dann könnten wir da doch mal eine heilige Städtehandelszentrum. Ich weiß ja nicht. Hm.
Ich brauche mal eine heilige Stätte. Und mal wieder auf dem Feld, was nicht so gut ist. Okay. Ist natürlich interessant. Aber ich sag mal hier so. Ja, so, was war's? Eine heilige Stätte, ja. Dauert jetzt zwar ein paar Runden, aber müssen wir mit leben. So. Ja, wo ist denn der Speer jetzt hin? Okay, also Feudalismus, das können wir denn ja auch mal machen. Das ist doch mal eine schöne Idee, was wir als nächstes bei der politischen Ausbildung machen können. Ohne Spaß, wo ist mein Speer hin? Ich finde den nicht mehr. Haben sie den umgebracht, oder wie? Von Barbaren gekillt? Ja, da hätte ich doch immer eine Meldung, da kommt doch immer so ein Ton. Aber wir rennen halt auch Barbaren rum, also unmöglich wär's nicht. Perfekt, Siedler sind fertig. Eine gute Siedelfläche soll die hier sein. Würde ich doch mal sagen, der wäre in 11 Runden da. So, und dann bauen wir hier jetzt nächstes Mal einen Markt. Den hätte ich nämlich auch mal gerne. Nee, warte, ich hätte doch gerne einen Dings gehabt. Ach, egal. Hier ist der Speer. Warum ist denn der Speer jetzt da auf einmal? Der Go-Befehl? Nein, der ist auf einmal, der ist in diese Gärten reingegangen. Die wir da gebaut haben. Mhm. So. Gesandten schicken, so. Jetzt gucke ich mal Karthago, wie viele Gesandten haben wir. Frankreich hat halt 6 Gesandten in Karthago. Das heißt, wir bräuchten halt noch 2, damit wir gleich auf sind. Warte mal, wo waren das jetzt mit den Gesandten schicken? Freundschaft abgelaufen. Warum ist die Freundschaft abgelaufen? Freundschaft verkünden. Perfekt. Und wir sind wieder befreundet. Ah, perfekt. Und wir sind bald auf vollen Balken mit England. So, also. Hier unten, Elefant bleibt aus. Die sollen sich in den nächsten Runden mal irgendwie nach hier so bewegen. Der nach da. Und jetzt die nächste Runde. Wie war das jetzt mit unseren Gesandten? Ah, hier doch, geht doch. Wir können noch. Aber wenn wir dran sind. Und ich sag mal, wir setzen ihn wirklich nach Karthago. Aber ich halt auch gern wissen würde, wie ist das Verhältnis bei den Gesandten hier? Okay, da hat Frankreich 5. Ganz ehrlich, Frank, ich habe mal jetzt so eine Frage. Frank? Mhm. Und zwar, Kairo unten ist ja die ganze Zeit die Rede von Arabien. Aber da ist ja nur eine Stadt, und zwar Kairo. Okay, rein theoretisch ist es ja schon. Reicht es ja für Civilization schon. Aber ist es nicht irgendwie seltsam? Wäre es nicht eigentlich logischer, wenn hier noch irgendwo ein Teil... Die haben vielleicht auch noch irgendwo eine, aber das sehen wir im Moment noch nicht. Oder die haben halt so verdammt viele Kolonien hier auf der Map verteilt, also Kolonien, also weißt du, was ich mit Kolonien meine, ja. Hier diese Stadtstaaten, das sind für mich ja Kolonien. Es gibt keine leichte Art, einen wer sich in Konflikte einmischt, den hat schnell die... So. Also als nächstes machen wir der Druck, Militärtaktik machen wir als nächstes. Das würde ich gerne noch machen. Und politische Ausrichtung Feudalismus, so wie es der Chat sagt. Mhm. Und Gesandten schicken. Wir können noch einen Gesandten schicken. Wenn wir den jetzt nämlich nochmal nach Karthago schicken,
Platzierung bestätigen. Sind wir jetzt die, sind wir die Nummer 1? Nein, wir sind nicht die Nummer 1, wir sind die Nummer 2 wegen alphabetischer Ordnung. Was soll denn das? Wir müssen jetzt so schnell wie möglich noch einen reinsetzen. Vielleicht hat wirklich Kairo so viele Kolonien, dass die uns dann doch irgendwie erledigen könnten. Weil da, wo man die meisten Gesandten hat, das ist ja dann eine Art Kolonie, oder? Wie siehst du das? Mhm. Sollte eigentlich. Also da... Ich möchte nicht allzu sehr aus dem Fenster lehnen. So, nächstes Mal. Wo sind unsere Siedler? Was machen die da? Und die sind derzeit mehr oder weniger auf dem Weg nach unten. Die haben doch da schon eine Stadt gegründet, da wo die Trüffel und das Ding sind, oder? Nö, nö, die standen da ja schon. Die Städte, aber... Aber die Trüffel sind, da könnten wir mal noch eine Stadt bauen. Es grenzt aber halt sehr, sehr nah an die USA. Das ist halt der einzige Nachteil. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel... Wir könnten die Siedler als Eskorte begleiten. Aber wir könnten die halt auch in die Stadt reinstellen. Das mache ich jetzt und benutze die als Verteidigung, falls wir angegriffen werden. Oder? Mhm. War das eine weise Entscheidung? Dass ich hier als Eskorte benutzen soll? Ich denke eh nicht, dass die uns angreifen, oder? Ich glaube nicht, dass die uns angreifen. Du bist jetzt sehr müde an, Frank. Bist du schon müde? Naja, noch nicht so, aber... Noch nicht so? Na gut, dann machen wir noch 10 Stunden. 10 Stunden? 10 Stunden, kein Problem. Also ich mach's, also wenn du mir noch einen Energy Drink vorbeibringst, dann würde ich auch noch 12 Stunden machen, also ich habe da noch kein Problem. Und was ist denn hier mit den Siedlern los? Die sollten noch eigentlich nach hier unten gehen. Warum gehen die immer in eine andere Richtung, als sie sollen? So. Ich denke mal, die gehen nur den Weg, der schon erkundet wurde. Nächste Runde, so zurück. Und nicht, keine unbekannten Wege. Naja, der ist ja nicht unbekannt, also nicht unbekannter. Sagen wir es mal so. Vielleicht will ich noch einen Gesandten dahin schicken. Eigentlich war ja die Idee, Abkommen aushandeln, offene Grenzen machen wir nochmal. So. Eigentlich hatte ich ja die Idee, das war bis 1500 nach Christus noch aufnehmen. Was denkst du, hältst du das noch aus? Und jetzt sind wir bei? Wir sind aktuell bei 1390. Praktisch 110 Jahre noch. Hältst du 110 Jahre noch durch? 110 Jahre, das hört sich ja gut an. So, hier unten. Okay. So. So, jetzt sind wir bei 1400 vor Christus. Keine Ahnung, 1450 machen. Wir machen so lange, wie wir Lust haben, sagen wir es mal so.